So, können wir los oder müsst ihr nochmal pullern oder? Alles klar. Was willst du hier für so ein Ding haben? Drei. Wollen wir fünfmal machen probieren? Naja, machen wir. Diesmal gleich zu Beginn World Cup für den NES und Eishockey für den NES. Klar sind jetzt keine Spiele, die uns hier irgendwie vom Hocker reißen. Dafür, dass er nur 5 Euro kostet und ich ihn noch nicht in meiner Sammlung hatte, ist das völlig in Ordnung. Morgen. Morgen. Hi. Ja, mal gucken, ob man irgendwie rankommt. Ja. Hoppala. Okay, danke schön. Ey, den hast du ja da jetzt gespart. Das hast du jetzt gerade gut gesagt. Nee, doch, aber ich bin der Beste. Gibt der Herr Rabatt oder so? Was nimmst du überhaupt für ein Stück? Oh, was wollt ihr für den haben? 30, komplett. Danke. Morgen. Was wollen Sie denn für den hier haben? Wollte ich mal. Okay. Weil er irgendwie ein bisschen merkwürdig aussieht, oder? Der sieht irgendwie nicht so typisch wie Alf aus. Ja. Okay. Ja, ich kenne die Plüsch, nur der sieht halt so ein bisschen eigenartig aus, eigentlich. Finde ich, so ein bisschen. Ja. Okay, danke. Morgen. Was soll das Spiel bei euch kosten? 5 Euro. Ja, weiß ich nicht, 4 vielleicht? 4, ja. Ja, dann machen wir 4. Dann gab es jetzt hier ein schönes Tetris für den DS. Das habe ich erst hier zu Hause mitgekriegt, dass das ja eine US-Version ist. Ja, das Spiel funktioniert in den USA genauso wie bei uns, von daher macht das nichts. Wir nehmen die Pünktchen zum Sitzen. Moin, darf ich bei eure Spiele mal schauen? Ja, klar, können Sie gerne machen. Nicht wundern, dass es auch kaputt ist. Ja, aber ist nicht schlimm. Also großteils ist halt PS2 mit bei. Mhm. PS3 und Xbox 360 ist halt mit bei. Und PC halt. Das kriegen wir am meisten bei mir persönlich. Aber ich nehme die an. Danke euch, ja. Sinkt den Wert extrem. Sollen die Spiele kosten? Bitte? 5 Euro? Zial welche da. Neue Stück hätte ich rausgesucht, die mir interessant sind. Können wir da mal was machen, wenn wir noch ein bisschen mehr nehmen? Die hier alle? Genau, die habe ich jetzt rausgesucht. Die habe ich schon hier. Na, was willst du denn nehmen? 6? Ja, 7. 7? Ja, machen wir 7.
Dann habt ihr ja gerade selber gehört, der gute Mann wollte pro Spiel 1 Euro haben, insgesamt 9 Stück mitgenommen und so ja nur 7 bezahlt. Für diese 7 Euro habe ich folgende Spiele bekommen: Medieval Platinum Version, Spyro the Dragon Platinum Version, Crash Bandicoot 2 und Tekken 2 ebenfalls beide in der Platinum Version, Worms Armageddon, Tomb Raider die Chronik, Hugo, Battle Arena Tushinden 2 und die X-Files, beziehungsweise auf Deutsch Akte X. Spiele sind soweit alle komplett, Anleitungen sind dabei, die CDs sehen gut aus, teilweise hast du die ein oder andere Hülle gebrochen, aber das lässt sich ja einfach austauschen. Morgen. Morgen. War irgendwas Interessantes? Ja, schau nicht. Mal gucken. Was wollen Sie überhaupt haben für ein Spiel? Oder Unterschied? 4 Euro. Ja, mal gucken, was die so bei ist. Na, was würdet ihr denn für die 2 nehmen? Für die 2? Was wollen Sie nehmen? Vielleicht das 6 und das 4 und zusammen 10er. 8er zusammen? Oder 8 mal? Wollen wir uns auf 9 einigen? Sind 50 Cent pro. Ja, will ich nicht. 8er würde ich schon machen, ja. Ne? So machen wir 8. Ja? Ja. Am nächsten Stand war leider ja nicht so einfach mit der Kamera, weil die Spiele ziemlich weit hinten lagen und dann ist es immer schwierig, unbemerkt die Kamera da drauf zu halten. Da gab es dann immer Professor Layton und die Schatulle der Pandora und Super Mario 3D Land für den Nintendo 3DS. Dann hatten die Leute dann noch ein Super Mario Galaxy für die Nintendo Wii, allerdings hat da die CD gefehlt, da war erst so ein FIFA in der Hülle drin. Da kam der Sohn mir dann irgendwie ein paar Minuten später hinterher heran und meinte, er hat sie gefunden, ob ich es nur haben möchte. Wollte dafür irgendwie erst so, ich glaube, 10 Euro haben, wollte dann auf 8 runtergehen. War mir aber für so ein Super Mario Galaxy ein bisschen zu viel. Und als ich dann später nochmal vorbeilief, habe ich gesagt, pass auf Leute, ich gebe euch 5 Euro. Und dann konnte ich es mitnehmen. Wollt ihr 5 machen? Dann nehme ich es mit. Ja. Für das Spiel? Ja, genau. Ja, 5 finde ich okay. Ja, dann machen wir das. Ja. Er geht auch viel so zu. Irgendwie kann man nicht zusammenklappen oder was? Ja, ja, da. Achso. Das kann man hier irgendwie noch. Extra bei hier. Der Kopf, den kann man irgendwie noch rausnehmen. Ja, ich verstehe. Hm. Haben Sie noch mehr Figuren bei, nur in der Richtung? Nee, nur die Beine hier noch. Die anderen sind schon außerhalb hier noch. Aber ansonsten so. Ist schon alles verkauft. Was wollen Sie für den haben? Ein 5er. Was würden Sie ihm geben? Weiß ich nicht. Ich dachte vielleicht 2 Euro oder so, weil der doch schon ganz schön zerkratzt ist. Weil die Waffen fehlen, glaube ich, auch, ne? Nehmen Sie 3er. 2,50? Machen wir 3er. Ach nee, das ist mir irgendwie nicht wert. Das ist auch nicht wert. Nee, mir nicht. Okay. Ja, trotzdem danke, ne? Aber. Was wollen Sie für die hier haben? Für die DVD? Das steht 302 Euro. Ach so, ach. Ja, ja, ich bin. Sehen. Nicht so schlimm. Ich bin blind, alles gut. Nee, alle Typen, dafür sind wir ja da. Lass mal Rede und Antwort stehen. Ja, dann. Möchten Sie die haben? Ja, nehme ich ja. Mit. Alles Dankeschön. Bitte. Und dann noch einmal die Jurassic Park Trilogie auf DVD. Normalerweise bin ich eigentlich nicht so der Filme, DVD oder Blu-ray-Sammler. Allerdings kann man bei so Klassikern aus den 90ern nochmal eine Ausnahme machen. Da müssen Sie dann bei mir melden. Okay. Okay. Hallo. Sagen Sie, haben Sie was in Richtung Videospiele dabei? Weiß ich nicht, irgendwas glaube ich in der Hand. Ja, vielleicht. Ja. Einfach mal stöbern. Ja, das tun wir. Was wollen Sie da fahren? 3 Euro. So, komm, machen wir. Und dann, Leute, kann ich immer nur empfehlen, wenn die Leute gerade am Auspacken sind, fragt freundlich nach. Habt da Videospiele bei? Mehr als nee sagen können sie ja nicht. In dem Fall hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Mario Kart 8 für 3 Euro. Dann gab es diese Woche auch wieder Zuschauerpost. Vielen lieben Dank an Susanne, du hast mir ja diese beiden Bravo-Hits hier zugeschickt, die wunderbar meine Sammlung ergänzen. Dann hat der liebe René für mich wieder 2 Turtles-Figuren gefunden und so eine alte Fix und Foxy-Zeitschrift. Ja Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, Fix und Foxy interessiert mich eigentlich nicht so. Da war dann so ein schönes Alf-Poster drin, da konnte ich dann natürlich nicht nein sagen. Also auch an dich René, vielen vielen Dank. Dann hatte ich bei uns beim Discord noch einen Deal mit dem Mike, bei dem habe ich mir eigentlich nur so einen Gameboy-Koffer bestellt, den zeige ich euch in einem anderen Video. Der hat mir allerdings trotzdem noch ein paar Geschenke mit eingepackt, die zeige ich euch jetzt mal. Immer so ein Bügelperlen-Yoshi, dann so eine kleine Yoshi und Mario-Figur, 3 coole Gameboy-Spiele, ein 4-Spieler-Adapter für den Gameboy Classic und eine Club Nintendo-Zeitung von 1994, ganz passend ab zu meinem aktuellen Lieblingsspiel Donkey Kong Country. Mike, ich hab dir im Discord ja schon gesagt, die Auswahl war auf jeden Fall mega, richtig geil, dass du mir das geschenkt hast. Vielen, vielen Dank.
Und Freunde, da ich immer nicht so genau weiß, wie ich mich bei euch bedanken soll, und weil mir das teilweise auch so ein bisschen unangenehm ist, dass ihr mir mal Sachen schenkt, aber ich im Prinzip nicht so viel zurückgeben kann, habe ich mir gedacht, versuche ich mal hier hinter mir irgendwie so ein Regal freizukriegen, wo ich eure ganzen Geschenke drin packe, damit die auch mal anständig gewürdigt sind. Was wollt ihr hierfür haben? Für die? Ein Spiel, ja. Nee, noch eine halbe. Fünf Euro. Okay. Drei. Drei gebe ich. Mach mir vier. Nee. Das ist ja nur eine Demo hier. Okay, dann nicht. Und dann kennt ihr das, wenn die Leute irgendwie den Preis daran festmachen, dass irgendwie zwei CDs drin sind und nicht nur eine? Passiert mir auch ganz oft bei Musik-CDs oder so. Ob da nur eine CD drin ist oder zwei oder vier, für mich ist das ein Spiel und den Wert bemesse ich auch an einem Spiel und nicht anhand der CDs. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Habt ihr auch Spiele hier drin? Spiele habe ich nicht. Okay, danke. Morgen. Was wollen Sie für das See haben? 180. Gibt es auch Spiele dazu oder nur so? Nee. Klar, nicht weiter, ne? Nur mit Kabel. Und beim Super Nintendo genauso? Ja. Auch keine Spiele? Mit Adapter, mit dem Vierer. Aber auch keine Spiele mehr bei? Nee. Okay. Jetzt habe ich noch. Aber das ist für den Gameboy und mit der Adapter ist es schon raus. Das ist perfekt. Mhm. Alles klar, danke. Morgen. Was wollt ihr hier für euer Sega bekommen? 40 Euro. Mhm. Aber irgendwie ein paar mehr Spiele? Nee, wa? Nee, nur das übliche, verdächtige. Ja, ja, gut, alles klar. Okay, danke schön. Morgen. Für eine Kassette, was wollen wir denn da haben? 50 Cent. Ja, das klingt okay. Dann nochmal zwei DuckTales-Kassetten. Folge 6 habe ich jetzt leider doppelt. Wenn da irgendjemand Tauschinteresse hat, ihr wisst ja, ihr findet uns alle im Discord. Einfach mal in der Videobeschreibung gucken. Funktioniert das alles? Ja, wie schnell. Nein, nein. Okay. Was kostet hier deine Spiele? Teuer. Ja, teuer ist ja kein Preis. Willst du alles? 200 Euro, alles. Das hiermit? Ja, 150 Euro. Und das hier? Das 40 Euro in der Box. Wenn alles, 200. Nee. Hier für dein Gameboy-Spieler? Hast du ab 3 Euro bis 10. Und Rabatt. Okay, alles klar. Ja, das ist neu. Wie viel? 15. 15? Ja. 5 gebe ich. Nein. Ne? Wie viel ist das? 100 Taler. Das ist ein Stromkabel? 10. Nur komplett oder was? Komplett 100 Euro. Und auch einzeln ohne? Also nur? Kassette? Na, aber komplett geil. Nicht einzeln? Wie viel Stück willst du haben? Ja, vielleicht zwei oder drei. Zwei, drei. Such die aus. Such die aus. So, wenn ich fünf nehme? Fünf? Guck mal, pro Kassette kostet 20 Euro, du weißt schon. Ich denke zusammen alles 100. Sie hat gesagt, nur für Kassetten 100, nur für Spiele und sowas. Weißt du, normalerweise
Mach mal nicht. 5 Stück, gib 60 Euro, nehm. Nee, das wird super. Mann, weil das ist für ein Sender, wo findest du sowas? 60 ja, das Euro findest du noch viel, also ist es nicht. Komm, 5 Stück, nimm 60 Euro, gib. Und dort ist schon mal das Verband, ich freue mich. Und nur eins? 20 Euro sind. 40 Euro. Hier 15? 20. 15 gebe ich dir dafür. Die Speier kommt doch noch weg. Ja? Also die Bienenverkäufer, ey, tut mir leid, also irgendwie völlig am Leben vorbei gerade. Sie sagt zu mir, 100 für alles. Dann sagt er, nein, nur 100 für die Spiele. Dann sind es für 5 Spiele auf einmal 60 Euro. Ich glaube, da wusste der eine nicht, was der andere so wollte. Im Endeffekt ist es für mich ja nur ein Südausgang. Turtles in Time, 15 Euro, top. Chef? Du willst Hilfe haben. Keine Ahnung, ist der Adapter auch da? Hast du nur die? 5 gebe ich dir. Dann wisst ihr ja, dass ich momentan versuche, SingStar, zumindest für die PS2, im Fullset zu sammeln. Da habe ich mir jetzt einfach schon mal diese Bien-Mikrofone mitgenommen. Da fehlt leider der USB-Adapter, wo die Bien-Stecker rinkommen. Aber da mache ich mir keine großen Sorgen. Ich denke mal, den kriege ich auch so irgendwo. Alles funktioniert. Alles funktioniert. 30 Euro. Arbeite alles an. Nicht kaputt, Kollege. Geht alles schon. Arbeite nicht kaputt. Pokémon CD. Kannst du noch was machen am Preis? 30 Euro. 30 Euro gut. Ja, irgendwie nicht. Display ist nicht mehr so schön. Wie viel gibt's? Was kostet denn? Wie gesagt, 25 Euro. Alles gut. 20 kann ich dir geben. 25 Euro. Nee. Bruder, wie viel gibst du? Hast du noch mehr Spiele, ne? Nee. 25 Euro. Nee. Wie viel das ist? Es gibt 20. 20? Dann würde ich sagen, für 20 Euro ein richtig guter Schnapper. Game Boy Color mit der goldenen Pokémon Edition. Ich habe das gerade mal kurz aufgeschraubt, das ist auf jeden Fall ein Originales. Das Einzige, was ist, dass da irgendwie eine Art Klebeband um eine Batterie drum ist. Da war wahrscheinlich schon mal einer dran. Jo, und das habe ich hier zu Hause mal die Scheibe sauber gemacht. Die sieht irgendwie doch besser aus, als ich vorher dachte. Ja. 4? Ich würde 2 würde ich geben. 3? So, der eine oder andere wird jetzt sicherlich sagen, der Alf sieht ja auch ein bisschen merkwürdig aus. Allerdings ist es ja auch nicht der Alf aus den Filmen, so wie die wir ihn alle kennen, sondern der Alf aus den Comics und Büchern, die ich damals ja habe. Wenn ihr jetzt mal die Bienen vergleicht, kommt das schon eher hin, oder? Was kostet denn hier sowas? Oder Stromkabel? Richtig, ne? Ah, Vorsicht, Vorsicht! Ja, Mann! Kaffee, komm! Haben Sie? Guck mal, also dieses, dies ja. Und die zwei. Ach. Wie viel? 10 Euro? 15. 12? 12. 15. Riesig, guck mal hier. Ja, keine Probleme. Ja, 12? Ja. Ey, und dann dieser schreckliche Kabelsalat, ey. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich, den auseinanderzunehmen. Habt ihr jetzt nämlich diese beiden originalen Controller bekommen. 2 Controller für das Master System, eine originale Sega-Antennenweiche und ein Netzteil für das NES-SNES. Wenn man mal überlegt, dass jetzt irgendwie so ein NES-Netzteil schon teilweise 10-15 Euro kostet, so ein Master System-Controller kostet auch so um die 10 Euro. Die NES-Controller werden sicherlich auch nicht die günstigsten sein.
Da war ich mal 12 Euro, glaube ich, sehr gut dran. Freunde, übrigens noch ganz kurz in einer Sache. Ich würde gerne so ein kleines Frage- und Antwortformat bei mir auf dem Kanal starten. Da braucht ihr mir in die Kommentare eigentlich nur mit dem Hashtag FragDieKieler86 eine Frage reinhauen. Und dann suche ich mir immer für ein Video 5 Fragen aus und beantworte die für euch. Ansonsten fandet ihr natürlich wieder richtig klasse, dass ihr wieder mit dabei wart. Drückt auf den Abo-Button, lasst ein Like da, guckt euch doch gerne diese Videos hier an und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.